Achtung! Testversuch beginnt in Kürze! Alle Mitarbeiter möchten das Minenfeld jetzt bitte verlassen! Testsubjekte werden freigelassen in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Oh, Gottes Willen! Die schlachten die Schweine schön. Nicht mit der Biene. Diese Sadisten. Pass auf, den Dr. Green muss ich eliminieren. Und das Sicherheitssystem deaktivieren. Der Dr. Green. Der hauseigene Sadist. Was ist eigentlich mit Dr. Green und den Testschweinen? Oh Gott, wie mag das? Es scheint ihm wahnsinnig Spaß zu machen, sie in die Luft fliegen zu sehen. Oh ja, er hasst. Ich glaube, mit Nuri ist nicht drin. Angeblich gab es da irgendwann in den 70ern mal einen. Der treibt sich da oben umeinander. Diese Sache. Dann gehen wir heute. Wo spricht denn da? Wieso bist du? Eines Nachts bricht irgendein Verrückter in das Haus ein. Pass auf, mein Kloppmesser. Ein original Schweizer Kloppmesser. Du was brauchst. So, was spricht denn? Die Luft ein bisschen. Schon, oder? Pass auf, Dr. Green. Auf den Weg nach unten. Pass auf, er hängt da rum. Man könnte ja rechts herumgehen, aber da gehen wir schon vorbei. Wir reden nicht. Wie gesagt, mit ein bisschen Tonner geht es schon. Nein! Nein! Dieser Dr. Green geht zu weit. Er beschimpft mich. Er mischt sich in meine Forschung ein. Ich habe meine Professur an der Caltech nicht aufgegeben, um mich so behandeln zu lassen. Entweder sorgst du dafür, dass ich nach unten in die Forschung und Entwicklung versetzt werde, oder ich bin hier weg. Pass auf, der Dr. Green steht unten. Der schimpft mit seinen Assistenten. Da geht's alle. Wie schaut du aus? Auto ist besser. Ein Kontrollpunkt. Trifft dich ganz gut. Seid bei gerade der Dr. Green und das Sicherheitssystem. Ja, so, was haben sie da schon? Ein Blutbad. Schwimmen darfst du auch nicht. Ja, so, mit viel Teufel schon. Da entfangen die Schlachtreste. Wer ist da? Du so mit Dr. Green. Was ist denn der hier? Geht der da auf? Ja, da ist er schön. Praktisch. Das fehlende Rind nicht. Ja, wenn er schon da ist, dann nehme ich mit. Freunde, Entdeckung. Der Mikro kann nicht erwischen. Warte mal. Schwimmen im Freihaus. Hört das. Ein gelernter Nichtschwimmer. Dann hätte ich schon mal den Dr. Green beiseite gehen. Dann fällt bei gerade das Sicherheitssystem. Wo ist denn das? Da drin. Später zu dem Kampf? Nee, meine Tochter hat Bandproben. Ja, du ist. Warte mal. Für wen bist du? Nicht schon wieder. Wann reparierst du? So langsam sollte ich mir das bezahlen lassen. Hüppum,
Bleib wie im Schnürchen. Milchig rot noch. Aussehen wir, gell? Mit dem Dochi. Da, Firi. Scheiße. Alles klar, das war's. Pass auf die Annäherungsmine. Damit spielen wir lieber nicht. Nein, Mann, da durch. Kann ich nochmal speichern? Nicht, oder? Ist nicht drin. Ja, pass auf. Radar spricht in die Richtung. Oh. Ich hab ihn schon mal gesehen. Ja, Johnny, wie schaut denn aus? Geht mal. Auf, er ist da hinten, passenderweise. Und dann werde ich wieder da besteigen, oder? Ich glaube, das ist das Gesündeste. Ich komme. Achso, da vorne ist schön. Exit. Da ist schnell weg da. Es hat nämlich besten funktioniert. Seht das, bin schon draußen. Ja, pass auf, da geht munter weiter. Jetzt muss ich nämlich den Silo-Eingang lokalisieren. Und wieder mal ein Sicherheitssystem deaktivieren. Wie meistens. Oh, da hängen sie rum. Im Pausenraum. Da geht's zu den Duschen, gell? Wie schaut denn aus? Haben wir Duschen nötig? Oh, da lieber gut. Weißt du, was unten im Keller passiert? Keine Ahnung. Irgendwas Großes angeblich. Ich könnte alles. Ventil drehen. Was hast du gesagt? Ja, Mann, was sind denn? Das ist etwas Großes. Ja. Drehen wir dann nicht, weiß ich, was ab? Oh, Gottes Willen. Ja, da hab ich eher das, was ich was auftreibt, schön. Da haben sie einen Dampfbad. Das Gute ist, hängt dort mit keiner mehr. Was ist denn los? Boah, das ist ja ein türkisches Dampfbad hier. Hey, das Ventil ist wohl kaputt. Geh, geh es einfach reparieren, okay? Diese Anzüge sind etwas unpraktisch. Ich verbrenne hier. Ja, okay, ich kümmere mich drum. Moment. Warte mal, hinten rundum. Hoho, hast du das gesehen? Oh, das war bitter. Oh Mann, das war echt ein Scheißmonat. Oder? Wobei? Aber heute wird der beste Tag meines Lebens. Sanchez bringt die Bude passend zum Beben, garantiert. Ich weiß es einfach. Das habe ich immer ich weiß, was du meinst. Das wird der Hammer. Oh yeah, okay, Burm, das war schon mal das Sicherheitssystem. Zufälligerweise bin ich da vorbeigekommen. Wollt ihr es nicht, oder? Mann, der Typ aus dem Lüftungsschacht, kann ich auch fallen. Wow, schaut das so. Ein riesen Silo. Ja,
Mann, wo sind die Aufgaben? Dr. Valentine eliminieren. Und Dr. Ashford. Wo sind denn die? Weil der eine ist da drüben. Und der andere wahrscheinlich immer unten, oder? Schätze mal. Da ist er. Valentine und Ashford. Der Konferenzraum. Wie schaut denn aus? Die Vienna. Immer noch sauer wegen dem, was Dr. Valentine vorhin gesagt hat? Hey, vergiss es einfach. Der Typ ist oft etwas schroff, aber so sind Genies eben. Soziale Kompetenz haben die alle nicht. Ein Jammer, dass er so gut war. Aha, da ist er. Ein Treppenhaus. Haben wir nicht so ein bisschen gesünder. Kommt schon wieder durch. Ja, ich hab sie gesehen. Sie haben sie gestern gebracht. Hübsches kleines Ding. Oh, vielleicht war Nick. Mr. Dexter war auch hier. Ja, persönlich. Wobei jeder. Er hat lange mit den Eierköpfen. Könnte man gleich mal wegräumen. Wenn er gerade im Weg steht. Ja, pass auf, den guten Mo, schlepp ihn durch. Ich scheiße mal, da kommt bestimmt keiner vorbei. Der Herr Doktor. Da draußen ist er. Ich glaube, das haben sie einen Duschel. Die Mann ist ein bisschen auf den Sauberstrip. Pass auf, das ist jetzt Dr. Raymond Valentine. Der Typ mit der Glotzen. Ich glaube, er trennt da drin. Du bist halt aus. Kann ich was manipulieren? Unglaublich! Sie haben schon wieder versagt, Gentlemen! Ich weiß nicht, wo Sie studiert haben. Aber Sie sollten Ihre Studiengebühren die T1000 FCR. Okay. Hey. Versuchen Sie es nochmal. Heute Abend will ich einen passablen Testbericht. Scheiße, geht nix. Wie geht's denn so? Wie du, ha? Er drängelt sie vor. Ja, wichtig, Tour. Pass auf, da hört man einen Speicherpunkt. Dr. Eschers Protokoll abspielen. 7. Juni 1986. Das Testsubjekt Sanchez reagiert gut auf das aktuelle Serum. Seine Muskelkapazität hat sich seit dem... Läuft er wieder davor. Hätte ich schwören können, da hätte ich was manipulieren können. Dass er schluckt. Schon, oder? Schon. Scheiße, geht nix. Pass auf, das Chemielabor, schaut du aus.
Eine Feuerpaste. Hey, Dusche her. Die Giftmischer. Komm mal durch ins. Darüber soll sich Dr. Valentine den Kopf zerbrechen. Ein Haarausfallmittel mit Feuerpaste versetzen. Ich nicht mehr an dem Elektrowaffenprojekt arbeite. Tödliche Waffen entwickeln. Die man nicht unbedingt das, was man in seinem Nachwuchs stehen haben will, oder? Sorgt vielleicht nicht. Ist die neue Formel schon fertig? Geben Sie her. Ich will das Ergebnis selbst spüren. Sir, das ist doch ein Prototyp. Halten Sie es für klug? Stellen Sie sich nicht so an. Wer wagt, gewinnt, hat mein Vater immer gesagt. Also, lassen Sie mal sehen. Der Dr. Valentine, du schon. Der Polizist ist ein Glotzen. Das hatte ich befürchtet. Wieder nichts. Wie unfähig sind Sie eigentlich? Also, nochmal von vorn. Und enttäuschen Sie mich nicht wieder.